Endlich scheint die Sonne wieder. Wir sind rausgefahren, haben wieder herrliches Wasser. Die Annette freut sich, wieder mal das Heck schrubben zu dürfen. So macht das Leben doch schon viel mehr Spaß. Sind hier am Außenriff. Wann gibt's denn Frühstück? Frühstück ist in genau 3 Minuten 30. Okay. Wir sind auf Eriks Perlenfarm und schauen uns an, wie Muscheln geimpft werden. Die Muscheln werden geöffnet und ein kleiner Teil im Inneren rausgeschnitten. Die junge, erwachsene Muschel wird geöffnet. Und der Nukleus wird in die Geschlechtsdrüse eingesetzt. Dazu kommt ein kleines Stück Mantelgewebe von einer Spendermuschel. Dieses Mantelgewebe wächst ausschließlich in der Geschlechtsdrüse und ummantelt den eingesetzten Nukleus. Somit ist sie ausschlaggebend für die Farbe der heranwachsenden Perle. Das sind Plastikmatten, auf denen die geimpften Muscheln befestigt werden. Die Muscheln bekommen ein Loch, durch das ein Plastikband zur Befestigung an den Matten gezogen wird. Danach werden die Matten zugeklappt und die Muscheln erneut fixiert. Nach 4 bis 5 Stunden müssen die Muscheln wieder ins Wasser. In den Tuamotus floatet man seine Ankerkette. Das bedeutet, man macht in einem bestimmten Abstand Bojen dran, sodass die Kette nicht über den Grund schleifen kann und die Korallen beschädigt. Nach 4 Monaten sieht unser Unterwasserschiff immer noch so super aus. Das gab's noch nie. Wir gehen am Falls Pass schnorcheln. Die ersten Bilder sind mit einem Rotlichtfilter gemacht. Es ist total krass, sich hier durch diesen Pass treiben zu lassen und diese vielen Fische zu beobachten. Mit den Haien, da haben wir uns noch nicht so richtig angefreundet. Navigationsbeleuchtung am Bug hat ja nicht mehr funktioniert. Und jetzt hat der Akku hier die Stelle gefunden, wo der Fehler war. Man muss nur die Schiffe komplett auseinanderbauen, dann findet man auch die Leitung. Genau. Ja, noch ist nicht aller Tage Abend.
Und ich bräuchte jetzt noch einen Quetschverbinder und Schrumpfschlauch, dass wir es wieder sauber zuschrumpfen können. Das wäre cool. Es geht zu den nördlichen Motus, Puau-U. Da hinten, da wollen wir hin. Gemeinsam mit der Anixi wieder so langsam vor uns hinsegeln. Nora steht im Ausguck und so schleichen wir uns hier an den Untiefen vorbei. Jetzt haben wir die Untiefen geschafft und sollte eigentlich freie Fahrt sein bis zum Motu. Langsam nähern wir uns dem Motu, das da vorne ist ein Motu, und suchen guten Ankergrund. Der lokale Wohnungsmarkt. Sieht so aus, als würden die sich alle darum drängeln, seinen Nachbarn aus seiner Muschel oder seiner Schnecke zu bekommen, um dann selbst dort einzuziehen. Vorhin haben wir einen gesehen, der war schon ganz nackig und ohne Schnecke. Heute Abend machen wir ein kleines Feuerchen am Strand zum Sonnenuntergang. Allerdings gibt es heute nichts zu grillen. Zeug. Weiter. Dickere Zeug. Bitte sag noch mal, wo wir sind. Bahia Hekoi. Also ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Heute gibt es nämlich hier Sundowner mit Lagerfeuer. Ein Gläschen Wein dazu. Ah. Auf dem Motu hier draußen. Im Nirgendwo. Ganz alleine. Das mit dem Feuer hat schon mal funktioniert. Te kaina ku aki te kierau, ta rivera e te papata ie.